Sie dachten, sie hätten das perfekte kleine Mädchen adoptiert. Aber sie wussten nicht alles über sie. Es ist schwer, ein älteres Kind zu adoptieren, aber sie ist wirklich groß. Und das hier ist eine kleine, glückliche Familie. Und sie bleiben alle hier und passen auf sich auf. Auf einmal wurde ihr perfektes Leben bedroht. Es ist dein Verhalten. Ich werde heute noch deine Eltern anrufen, um mit ihnen deinen weiteren schulischen Werdegang zu erörtern. Seltsame Dinge geschahen. Es gab einen Unfall. Ich konnte einfach nicht zulassen, dass sie mich wegschicken müssen. Sie ist tot. Sie ist tot? Ich weiß, aber das ist nicht fair. Sie fing gerade an, und wieder geschahen seltsame Dinge. Wenn du Don verlässt und Jody von ihm trennst, wäre sie besser ganz weg. Ich kann Großmutter nicht leiden. Ich wünschte, sie würde wegziehen. Das wird dir jetzt überhaupt nicht wehtun. Wie ist ihre Frau gestorben? Sie ist die Treppe runtergestürzt und hat sich das Genick gebrochen. War Jody da? Und immer wieder. Ich habe unsere Mütter reden hören und meine Mutter ist Scheidungsanwältin. Auf die Sekunde. William Cat. Was, wenn etwas passiert? Behältst du mich dann? Nichts wird passieren. Michelle Green. Das geht dich wirklich nichts an. Das müssen wir verantworten, nicht du. Roxana Zell. Alles okay, Jody? Wieso fragt mich jeder dauernd, ob ich okay bin? Und zum ersten Mal Gabrielle Boni als Jody. Bitte verrat mich nicht. Ich will doch wirklich lieb sein. Mit 4 Jahren sah Jody, wie ihre Mutter ihren Vater getötet hat. Das ist ja furchtbar. Du kümmerst dich doch einen Dreck um mich. Du willst mich nur von meinem Daddy trennen. Du bist verrückt, Jody, und keiner kann dich leiden. Hi, du musst Jody sein. Wir brauchen keinen Sozialarbeiter. Daddy's Girl. Das Böse hat ein unschuldiges Gesicht. Ich werde alles tun, um meinen Daddy nicht wieder zu verlieren.